Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten Ihnen heute folgende Bereiche der Personalwirtschaft vorstellen: Personalplanung, Personalbeschaffung und die Arbeitsaufnahme werden Ihnen von Matthias Vornefeld vorgestellt. Dann kommen Personalführung, Personalmotivation und die industrielle Entwicklung, vorgestellt von Tarek Bayram. Anschließend folgt die Personalentwicklung, vorgetragen von Torben Blume. Und zum Schluss die Personalfreisetzung, Personalbeurteilung und das Personalentgelt von Fatih Çelik. Zuletzt folgt unser Fazit. Die Personalplanung ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Teilbereich der Personalwirtschaft und verfolgt essentielle Ziele eines jeden Unternehmens, nämlich die Mitarbeiterzahlen qualitativ und quantitativ vorausschauend in Bezug auf Zeit und Ort zu planen. Damit diese Ziele mit den anderen Zielen des Unternehmens an einem Strang ziehen, muss die erstellte Personalstrategie von der Unternehmensstrategie abgeleitet werden. Darauf werde ich später noch genauer zurückkommen. Jedoch ist es wichtig, dass die Personalstrategie auch ihren Einfluss auf die Unternehmensstrategie findet. Grob gegliedert kann die Personalplanung in die strategische und die operative Planung aufgeteilt werden. Die operative Planung fokussiert sich auf kurzfristige Planung und beschäftigt sich unter anderem mit der Erstellung von Personalplänen. Die strategische Personalplanung hingegen ist eng mit der Unternehmensstrategie verbunden und plant wie diese in langen Zeiträumen. Dabei ist es jedoch wichtig, dass die erstellten Pläne in regelmäßigen Abständen auf ihre Gültigkeit überprüft werden. Sind Zukunftsszenarien von einzelnen Ereignissen abhängig? So lohnt es sich hier, eine Multiszenario-Analyse anzufertigen. Viele Faktoren können Einfluss auf die strategische Personalplanung haben. Nicht nur die bereits erwähnten Unternehmensziele, sondern auch die vorhandenen Mitarbeiter müssen berücksichtigt werden, um Über- oder Unterbesetzung zu vermeiden und Qualität und Quantität zu sichern. Die Personalkosten haben vermutlich den größten Einfluss, denn sie machen zum Beispiel bei Dienstleistungsunternehmen ganze 80% der Gesamtkosten aus. Außerdem sollten Entwicklungen außerhalb des Unternehmens beachtet werden, um frühzeitig handeln zu können. Wie bei jeder Planung sollte die erstellte Strategie einem ständigen Optimierungsprozess unterliegen. Ist eine Strategie erstellt, so kann der Personalbedarf ihr entsprechend geplant werden. Die Grafik zeigt die Errechnung des Nettopersonalbedarfs und ist derartig auf alle Ebenen des Unternehmens anwendbar. Sie kann entweder einen Beschaffungsbedarf oder einen Personalüberhang aufzeigen. Dabei ist der zukünftige Personalbestand leicht zu errechnen. Auch der Reservebedarf ist prozentual am Einsatzbedarf gut zu erkennen. Jedoch der Einsatzbedarf selbst stellt eine Herausforderung dar. Hierzu findet sich ein Mosaik an Methoden, die in der Praxis selten isoliert, sondern meistens als Mischverfahren Anwendung finden. Grob lassen sie sich gliedern in Methoden, die die Quantität oder die Qualität der Mitarbeiter betrachten. In der schriftlichen Ausarbeitung bin ich tiefer auf einzelne Methoden eingegangen. Hier würde dies jedoch den Rahmen sprengen. Ist der Einsatzbedarf bekannt, so muss Personal beschafft werden. Dies kann innerhalb und außerhalb des Unternehmens geschehen. Eine interne Beschaffung kann mit Personalgewinnung, wie zum Beispiel bei einer Versetzung, oder ohne Personalgewinnung, wie zum Beispiel durch Mehrarbeit, erfolgen. Sie hat den Vorteil, dass Arbeitnehmer recht schnell der neuen Arbeit nachgehen können. Außerdem zeigt sie den Arbeitnehmern motivierende Aufstiegschancen. Dies gilt besonders für den Aufsteigenden, welcher stärker an das Unternehmen gebunden wird. Jedoch kann eine Ausschreibung auch demotivierend für Mitarbeiter sein, was zu internen Spannungen führen kann. Kritisch sollte man auch betrachten, dass der Personalbedarf lediglich auf niedrigere Ebenen verlagert wird. Außerdem ist die Auswahl an möglichen Kandidaten innerhalb des Unternehmens recht begrenzt. Zudem kann sich eine Betriebsblindheit im Unternehmen breitmachen, sollten nicht neue Impulse von außen kommen. Dies ist anders bei der externen Personalgewinnung, welche sich am Arbeitsmarkt vollzieht.
Diese kann sowohl aktiv, wenn das Unternehmen die Initiative ergreift und auf sich aufmerksam macht, als auch passiv geschehen, wenn der Bewerber eine Initiativbewerbung einreicht. Klare Vorteile sind hier die großen Auswahlmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Externe Bewerber bringen neue Kenntnisse, Erfahrungen und Impulse in das Unternehmen, was Betriebsblindheit vorbeugt. Dass der Bewerber das Unternehmen nicht kennt, kann auch Nachteile wie Leistungsschwankungen mit sich bringen. Zudem ist die externe Beschaffung mit hohen Kosten verbunden und sehr zeitaufwendig. Sie kann auch zur Demotivation von internen Bewerbern führen. Tendenziell wird die interne Personalbeschaffung der externen in der Praxis vorgezogen. Haben sich Bewerber für eine Stelle gefunden, so muss aus diesen ausgewählt werden. Hier lohnt es sich, die Auswahlmethoden in eine weniger aufwendige Vorauswahl und eine aufwendigere Endauswahl zu gliedern. Die Vorauswahl muss im Unternehmen durch Auswahlrichtlinien definiert werden, deren Aufstellung der Betriebsrat verlangen kann. Auch Methoden wie ein Online-Assessment findet häufig Anwendung, um die Zahl der Bewerber auf die geeignetsten zu beschränken. Die klassische Endauswahl beschränkt sich auf ein Bewerbungsgespräch. In der Praxis werden noch viele weitere Methoden verwendet. Danach wird häufig mit dem Abteilungsleiter eine Auswahl getroffen, um zu garantieren, dass die eingesetzte Person in das Team passt. Der ausgewählte Bewerber oder die ausgewählte Bewerberin muss nun ins Unternehmen eingeführt werden. Dies wird auch Onboarding genannt und geschieht auf drei Ebenen. Auf der werteorientierten Ebene müssen die Eingestellten mit den Zielen, Grundsätzen, Leitbildern und Werten des Unternehmens vertraut gemacht werden. Zudem sollten sie bei der Wissensgewinnung über das Arbeitsgebiet, Aufgabenstellungen und anderen Fakten unterstützt werden. Sie sollten auch motiviert werden, ihre eigenen Kenntnisse und Erfahrungen im Sinne der Unternehmensziele umzusetzen. Auch eine soziale Einführung sollte nicht unterbewertet werden, denn nicht nur ein guter Umgang mit Vorgesetzten, Kollegen und Kunden, sondern auch die Entwicklung eines Wir-Gefühls sind produktivitätssteigernd. Jetzt komme ich zu der Personalführung. Die Personalführung wird unterteilt in Sachführung. Hierbei stehen die Aufgaben und Ziele eines Unternehmens im Vordergrund und der Personalführung, die sich darauf bezieht, das Verhalten der Mitarbeiter so weit zu beeinflussen, dass die Aufgaben tatsächlich ausgeführt werden. Hierbei sind die Erwartungen der Mitarbeiter ebenfalls zu berücksichtigen. Die Führungsaufgaben bestehen darin, die ausgeführten Arbeiten und Aktivitäten mit den Zielen des Unternehmens zu verbinden. Außerdem bestehen die Aufgaben darin, geeignete und qualifizierte Mitarbeiter zu finden, an den richtigen Stellen einzusetzen und sie so weit zu fördern, dass es zu einem Erfolg hinsichtlich des Unternehmens führt. Führungskräfte sollten auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen, damit es zu einer besseren Arbeitsatmosphäre kommt, was dazu führt, dass die Mitarbeiter engagierter an die Arbeiten gehen und somit die Produktion oder die ausgeführten Arbeiten gesteigert werden. Die Anforderungen an die Führungskraft sind sowohl persönlich als auch fachlich. Die fachliche Erfahrung als Delegation und Kontrolle werden ergänzt durch die Rolle als Vorbild den Mitarbeitern gegenüber. Jetzt komme ich zu der Personalmotivation. Die Motivation der Mitarbeiter spielt in der Personalführung ebenfalls eine große Rolle. Es ist die Einflussnahme der Führungskraft oder des Unternehmens auf dessen Mitarbeiter, um diesen zu bewegen, seine Arbeitsleistung beizubehalten, sie weiterzuentwickeln oder sie zu ändern. In der Personalmotivation gibt es einige motivationstheoretische Ansätze. Bis zum heutigen Tag gibt es keine allgemein akzeptierte Motivationstheorie, die umfassend und abschließend erklären kann, wie menschliches Verhalten in wirtschaftlichen Unternehmen beeinflusst und gesteuert werden kann. Nach vielen Forschungsbemühungen, insbesondere in den 50er bis 70er Jahren, stellt sich der aktuelle Stand der Wissenschaft so dar, dass es heutzutage eine ganze Reihe unterschiedlicher Arten von Motivationstheorien gibt. Hierbei handelt es sich um Theorien, die von Verfasser zu Verfasser anders interpretiert werden. Da habe ich mir mal zwei sehr bekannte Motivationstheorien rausgesucht. Das wäre einmal die Bedürfnispyramide von Maslow. Die Bedürfnispyramide von Maslow stellt die wohl bekannteste Klassifikation von Bedürfnissen dar. Nach Maslow gibt es fünf grundlegende und aufeinander aufbauende Kategorien von Bedürfnissen. Dieses Modell ist eine sozialpsychologische Theorie, nach der menschlichen Bedürfnis und Motivation bewertet und eingeordnet werden. Die Bedürfnispyramide hat fünf Stufen. Die Pyramide deutet dabei an, dass die unteren Stufen an der Basis einen grundlegenden Charakter haben, die erfüllt sein müssen. Je weiter man nach oben kommt, umso schmaler die jeweiligen Bereiche.
Das bedeutet auch, dass diese Bereiche nicht unbedingt notwendig sind. Man könnte auch sagen, dass sie nice to have sind. Dann wäre da noch die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg. Kaum ein anderer motivationstheoretischer Ansatz hat in der Vergangenheit größeren Einfluss auf die Fachliteratur gehabt als die Theorie von Herzberg. Es kann also gesagt werden, dass es sich hierbei um eine der populärsten Theorien der Arbeitszufriedenheit handelt. Laut Herzberg haben Menschen Grundbedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Nach Herzbergs Auffassung werden Zufriedenheit und Unzufriedenheit in der Arbeit von je unterschiedlichen Faktorgruppen beeinflusst. Faktoren, die Zufriedenheit bewirken können, nannte Herzberg Motivatoren. Und die Faktoren, die Unzufriedenheit bewirken könnten, Hygienefaktoren. Hier habe ich ein paar Beispiele rausgesucht zu den Motivatoren und Hygienefaktoren. Bei den Motivatoren wäre das zum Beispiel die Arbeit an sich, die Möglichkeit, etwas zu leisten, die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, Verantwortung bei der Arbeit, Aufstiegsmöglichkeiten, Anerkennung. Zu den Hygienefaktoren, Beziehungen zu den Kollegen, Beziehungen zu den Vorgesetzten, Firmenpolitik oder Administration, Entlohnung und Sozialleistungen, Krisensicherheit des Arbeitsplatzes. Zuletzt würde ich gerne auf die industrielle Entwicklung kommen. Im Laufe der industriellen Entwicklung hat sich ein Wandel im Hinblick der Sicht des Führenden auf seine Mitarbeiter vollzogen. Früher wurden Mitarbeiter als unabhängige Beschäftigte gesehen. Heute wird der Mitarbeiter als Erfolgsfaktor eines Unternehmens betrachtet, dem gleichzeitig eine höhere Wertschätzung zuteil wird. Personalentwicklung. Das Thema der Personalentwicklung lässt sich gut in folgende drei Unterthemen unterteilen: Ausbildung, Fortbildung und Umschulung. Diese drei Maßnahmen dienen alle der Personalentwicklung. Sie haben alle drei gemeinsam, dass zuerst Geld investiert werden muss, bevor der Personalerlös steigt. Ausbildung. Die Ausbildung hat mehrere Komponenten, die erfüllt oder beachtet werden müssen, damit sie erfolgreich stattfinden kann. Erstens, Voraussetzung. Zuerst einmal muss der Betrieb, in dem die duale Berufsausbildung stattfinden soll, einige Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel solche, die die Industrie- und Handelskammer festlegt, also wie viele Azubis ein Ausbilder maximal haben darf. Zweitens, Arten. Dann gibt es innerhalb der dualen Berufsausbildung auch noch verschiedene Arten der Ausbildung. Zum Beispiel Ausbildung ohne Spezialisierung, mit Spezialisierung und sogenannte Stufenausbildung. Drittens, Vorgaben. Die Ausbildung hat auch bestimmte Vorgaben, die neben den Voraussetzungen noch erfüllt werden müssen. Diese Vorgaben stehen zum größten Teil in der Ausbildungsordnung. Viertens, Ablauf. Jede Ausbildung hat einen bestimmten Ablauf, der verfolgt wird. Dieser wiederum variiert nicht nur stark von Ausbildung zu Ausbildung, sondern vor allem stark von Betrieb zu Betrieb. Fünftens, Methoden. In einer Ausbildung finden auch bestimmte Methoden Anwendung. Zum Beispiel im betrieblichen Teil der Ausbildung finden oft Grund- und Fachausbildungen statt. Fortbildung. Die Fortbildung hat den Sinn, bereits erworbene Kenntnisse im Beruf wieder aufzufrischen, zu erweitern oder neuen Gegebenheiten anzupassen. Dies kann in folgenden Formen passieren. Erstens, Erhaltungsfortbildung. Diese dient dazu, bereits erworbene Fähigkeiten, die lange nicht ausgeführt wurden, wieder aufzufrischen. Zweitens, Erweiterungsfortbildung. Neue Fähigkeiten werden erworben, jedoch ohne dass diese einen direkten Zweck haben. Diese Fortbildung findet sozusagen auf Halde statt. Drittens, Anpassungsfortbildung. Bereits erworbene Fähigkeiten werden an neue Gegebenheiten angepasst. Viertens, Aufstiegsfortbildung. Mitarbeiter werden darauf vorbereitet, andere Mitarbeiter zu führen. Diese Fortbildung dient vorrangig der vertikalen Mobilität der Mitarbeiter. Umschulung. Die Besonderheit dieser Form der Personalentwicklung besteht darin, dass sie sowohl Arbeitnehmer als auch arbeitssuchende Personen betrifft. Die Umschulung kann verschiedene Ursachen haben, beispielsweise den Einsatz neuer Technologien, um nur eine zu nennen. Bei der Umschulung ist es auch wichtig, zwischen betrieblicher Umschulung auf der einen Seite und überbetrieblicher Umschulung auf der anderen Seite zu unterscheiden. Die betriebliche Umschulung findet nämlich im Betrieb statt und die Person ist auch in einem Angestelltenverhältnis, und die überbetriebliche Umschulung findet in Schulungszentren statt, zum Beispiel einer Gewerkschaft. Dort muss man nicht zwingend in einem Angestelltenverhältnis stehen. Die Personalfreisetzung befasst sich mit dem Abbau und dem Anpassen des Personals. Das Ziel der Personalfreisetzung ist es, personelle Überkapazitäten zu vermeiden. Das Personalwesen stellt eine Überkapazität anhand der Personalbedarfsplanung fest. Hierbei unterteilt man in zwei wesentliche Punkte. Zum einen die Freisetzung, welches eine Entlassung zur Folge hat,
und zum anderen die Anpassung, wobei das bestehende Arbeitsverhältnis angepasst wird. Die Anpassung beinhaltet die zeitliche und die quantitative Anpassung. Bei der zeitlichen Anpassung kann es sein, dass der Mitarbeiter freigestellt wird, um so seinen Überstunden abzubauen oder die Arbeitszeiten können verkürzt werden. Bei der Verkürzung wird zum Beispiel ein Mitarbeiter von Vollzeit auf Teilzeit runtergesetzt. Der Wechsel kann sowohl dauerhaft als auch auf bestimmter Zeit sein. Bei der quantitativen Anpassung wird allerdings Personal entlassen und somit die Anzahl der Mitarbeiter der Personalbedarfsplanung anzupassen. Hierbei werden zum Beispiel Aufhebungsverträge, die vorzeitige Pensionierung oder der Abbau von Leiharbeitern geplant. Die Freisetzung ist immer mit einer Entlassung verbunden. Dies kann sowohl aus betriebsbedingten Ursachen oder durch die Schließung einer Abteilung sein, um somit Geld einzusparen. Bei der Firma, die wir ausgesucht haben, ist derzeit eine Personalfreisetzung nicht notwendig, da die Firma weitere Mitarbeiter sucht und eine Überkapazität nicht vorhanden ist. Die Entlassung von Mitarbeitern kann nur durch Extremfälle erfolgen, wie zum Beispiel Clown oder Belästigung. Die Personalbeurteilung befasst sich mit dem Beurteilen des Personals. Dies dient zur genaueren Erfassung der Persönlichkeit. Hierbei wird in Leistungsbeurteilung und Potenzialbeurteilung unterteilt. Bei der Leistungsbeurteilung wird das Leistungsergebnis und das Leistungsverhalten des Mitarbeiters erfasst und bewertet. Beim Leistungsergebnis setzt die Firma ein bestimmtes Maß an den Mitarbeiter und beobachtet, ob er dieses Maß erreicht. Und beim Leistungsverhalten wird die Art und Weise der Zielerreichung beobachtet. Es wird geschaut, mit was für einer Eigenleistung der Mitarbeiter sein Ziel erreicht. Die Leistungsbeurteilung dient zur Ermittlung einer gerechten Lohn- und Gehaltsfindung. Die Potenzialbeurteilung ist im Gegensatz zur Leistungsbeurteilung mehr zukunftsorientiert. Dieses Verfahren dient zur Feststellung der Qualifikation und Eignung. Dabei gibt es zwei verschiedene Ansätze, um das Potenzial des Mitarbeiters zu ermitteln. Zum einen die sequentielle Beurteilung und zum anderen die absolute Beurteilung. Die sequentielle Beurteilung dient zur Bestimmung und Entwicklung des Potenzials der Mitarbeiter. Außerdem wird hierbei die Eignung für die nächsthöhere Hierarchieebene seiner Laufbahn geprüft. Bei der absoluten Beurteilung wird das Potenzial des Mitarbeiters bestimmt und seine mögliche weitere Entwickelbarkeit festgestellt. Die Personalbeurteilung ist mit vielen Teilbereichen der Personalwirtschaft verzweigt. Anhand der Ziele und Aufgaben der Personalbeurteilung werden Entscheidungen leichter getroffen. Betrachtet man den Personaleinsatz, wird hierbei durch die Beurteilung entschieden, wer versetzt, befördert, entlassen oder neu eingestellt. Außerdem kann die Personalentwicklung durch die Erkenntnis der Personalbeurteilung leichte Entscheidungen hinsichtlich Weiterbildung und Beförderung treffen. Ebenso dient die Beurteilung der Mitarbeitermotivation, denn durch eine gute Beurteilung der vollbrachten Leistung kann dies zur Motivierung des Mitarbeiters führen. Bei der Personalführung kann der Vorgesetzte anhand der Beurteilung seinen Mitarbeiter gezielt fördern und seine Weiterentwicklungspotenzial ermitteln. Und im Bereich Personalentgelt kann die Grundlage für eine leistungs- oder aufgabengerechte Vergütung gebildet werden. Bei unserer gewählten Firma ist im Allgemeinen die Beurteilung des Personals untersagt. Allerdings wird dies bei der Entscheidung zur Weiter- und Fortbildung verwendet und bei der Neueinstellung. Das Personalentgelt ist der Kostenfaktor für das Unternehmen und das Einkommen für den Arbeitnehmer. Im Großen unterscheidet man hierbei zwischen Geldwerteleistung und Geldleistung. Geldwerteleistung beinhalten Sachleistungen wie zum Beispiel Arbeitskleidung, Verpflegung und Firmenwagen. Geldleistungen sind in Geld ausgedrückte Leistungen des Unternehmens, sprich das Einkommen des Arbeitnehmers. Das Grundeinkommen zählt als fixe Vergütung und abgesehen von der fixen Vergütung gibt es noch die variable Vergütung und die Zusatzleistung. Die variable Vergütung umschließt weitere Unterpunkte. Einmal die individuelle Leistung. Hierbei wird die Leistung des Arbeitnehmers nach seinen Anstrengungen bemessen und dementsprechend eine Provision, Prämie oder Bonus zusätzlich ausgezahlt.
Des Weiteren gibt es die Unternehmensleistung. Die Leistung tritt nur in Kraft, wenn das Unternehmen zum Beispiel ein erfolgreiches Jahr hatte und der Absatz hoch war. Dadurch wird der Arbeitnehmer an dem Erfolg mit beteiligt und erhält zum Beispiel ein 13. Gehalt oder eine Sonderauszahlung. Außerdem gibt es Zusatzleistungen. Dies schließt die Sozialleistung und sonstige Leistungen ein. Hinsichtlich der Sozialleistung gibt es gesetzliche Sozialleistungen. Darunter ist zu verstehen, dass der Arbeitgeber sich zur gesetzlichen Kranken-, Rente-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung mit beteiligt. Hinzu kommt die tarifliche Sozialleistung. Dies ist die Regelung über Urlaubslänge, Urlaubsgeld, Altersversorgung und Familienbeihilfe. Zudem gibt es die freiwillige Sozialleistung. Dies sind Leistungen, die vom Arbeitgeber freiwillig getätigt werden. Ein wichtiger Punkt hierbei ist die Altersversorgung, indem der Betrieb Extrazahlungen tätigt, sodass der Arbeitnehmer in der Rente zusätzlich Einkommen hat. Darüber hinaus kann der Betrieb Beihilfe zur Vermögensbildung leisten. Dies erfolgt durch die Beteiligung des Arbeitnehmers am Unternehmen durch eigene Anteile an Unternehmensaktien. Bei unserem gewählten Unternehmen wird das Entgelt im Großen als Geldleistung getätigt. Das Einkommen wird durch Jobkategorien geregelt, wovon es ca. 15 Stück gibt, und mit steigender Kategorie erhöht sich das Einkommen. Selten gibt es Geldwerteleistungen in Form eines Firmenwagens. Hierbei müssen bestimmte Kriterien vom Mitarbeiter erfüllt werden, um den Firmenwagen zu bekommen. Das kann zum Beispiel sein durch Kundenbesuche. Wir hoffen, dass wir Ihnen zeigen konnten, dass die beachteten Themen, die